Hallo alle zusammen, hier ist die Regenkleidung. Ich habe die Größe L genommen, bin ca. 1,85 groß, wiegt 75 Kilo und man sieht, das passt erstmal relativ gut, wenn man sich das anguckt. Wenn man allerdings Fahrrad fährt, damit merkt man schnell, dass hier, man sieht es, die Ärmel ein kleines bisschen zu kurz sind, Größe L, und dass hier unten bei den Hosen, gerade wenn man Fahrrad fährt, sieht es doch ein bisschen weit nach oben zieht und die Hose teilweise nicht komplett geschützt ist. Trotzdem, ich bin damit schon im Regen gefahren und bin komplett trocken geblieben, auch obwohl die hier am Ärmel ein bisschen kürzer ist und an den Beinen, war für mich jetzt kein Problem. Ansonsten vom Stoffmaterial sieht man, sowohl die Jacke als auch die Hose ist sehr dünn. Die Jacke ist zwar hier leicht atmungsaktiv, man sieht hier dieses Gitter, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass mir recht schnell ein Schwitzen kommt, gerade bei diesen heißen Sommertemperaturen in Kombination mit dem spülen Regen, habe ich eben schon das Gefühl, dass man eben hier drunter auch ordentlich schwitzt beim Fahrradfahren. Ansonsten haben wir eben hier neben dem Reißverschluss, man sieht es, auch noch einen Klettverschluss, sodass eben Regen auch nicht hier vorne über den Reißverschluss reingehen kann. Wir haben hier an der Seite keine Taschen, also das wäre vielleicht noch hilfreich gewesen, aber dadurch, dass es nur eine Überziehhose ist, ist das auch für mich in Ordnung. Ansonsten auch die Hose ist angenehm leicht alles. Es wird noch ein Stoffbeutel, also so ein Beutel mitgeliefert, da kann man die Kleidung reintun, wobei da muss man ein bisschen stopfen, weil die Tasche relativ klein ist. Hat natürlich den Vorteil, dass man das Ganze dann relativ leicht auch wieder mitnehmen kann, zum Beispiel beim Fahrradfahren. Und ja, insgesamt bin ich sehr zufrieden damit. Hat mich, wie gesagt, vor dem ersten Regen schon geschützt.